die Transformation der Automobilindustrie läuft. Wir sind unterwegs auf der IAA, jetzt am Stand von Elring Klinger. Und bei mir ist Thomas Jessula, der ist seit Juli CEO, Sprecher des Vorstandes bei Elring Klinger. Ja, wie ist die Messe angelaufen? Wie ist Ihr Gefühl? Ja, wir sind hier, glaube ich, gut angekommen. Wir sind hier an einem sehr guten Messestand positioniert. Wir erwarten viel Besucherandrang bei uns und soweit fühlen wir uns hier wohl. Ich habe gerade gesagt, die Transformation läuft. Wir sehen viele neue Player nach Europa kommen. Direkt hinter Ihnen ein großer chinesischer Hersteller mit vielen kaufbaren Elektroautos. Tatsächlich Zeiten des Umbruchs, oder? 2023 auf der IAA? Es sind Zeiten des Umbruchs, das muss man so sagen. Für Elring Klinger ist es wichtig, auf der Teile-, auf der Portfolio-Seite diversifiziert zu sein. Aber gleichermaßen ist natürlich ein diverses Kundenportfolio wichtig. Und insofern, ja, wir begrüßen die neuen Hersteller hier und sehen natürlich bei deren Internationalisierungsstrategie, dass wir hier auch in entsprechende Partnerschaften reinkommen. Ich sehe bei Ihnen auf dem Stand gar keine Zylinderkopfdichtung mehr. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Was sind denn die Technologien der Zukunft, mit denen Sie Geschäfte machen können und wollen? Ja, wir haben ein Vier-Säulen-Modell und das besteht aus Brennstoffzellentechnologie, Batterietechnologie, Leichtbau und Antriebssystem. Ja? Und wir haben ein mehrdimensionales Konzept hier, weil wir sowohl auf der Systemseite wie auf der Modulseite, aber insbesondere auch auf der Komponentenseite hier, glaube ich, viel anbieten können. Hinter Ihnen sind die Zellkontaktiersysteme, die ja jetzt bei BMW auch in der neuen Klasse dann in Serie gehen werden, in durchaus ja hoffentlich auch großen Stückzahlen. Wie muss man sich dieses Ausfaden der alten Technologien, das Hochfahren der neuen vorstellen? Also wie sehr rumpelt es da vielleicht auch mal im Karton? Ja, das Zellkontaktiersystem ist im Grunde genommen ein gutes Beispiel für Produkte für neue Applikationen. Denn Elring Klinger ist stark traditionell im Metallverarbeitungsbereich, Stanzen, Umformung und auch im Kunststoffspritzguss. Und bei so einem Zellkontaktiersystem ist es so, dass alle diese Fähigkeiten gefordert sind. Insofern kann man nur sagen, es ist das perfekte Produkt für Elring Klinger. Das heißt, Sie sind guter Dinge, auch in Zukunft gute Geschäfte zu machen? Das sind wir. Und Sie halten ja auch an der Brennstoffzelle nach wie vor fest. Wir haben ja immer noch diese Debatten, was wird es denn nun zumindest im Nutzfahrzeug? Hat sie ja noch ihre Chance beim PKW, sehen es viele nicht mehr. Ich bin da durchaus eingeschlossen. Sie halten aber daran fest, Sie machen das weiter, ist ja im Joint Venture entsprechend auch schon hochgefahren. Ja, das Thema Brennstoffzelle, da sehen wir eine große Zukunft. Wir sehen sehr viel Aktivität hier. Wir haben unterschiedliche Nominierungen, man muss sagen, aus unterschiedlichen Industrien. Und wir sind nach wie vor guter Dinge, dass sich hier ein Markt öffnen wird, der uns ganz wesentliche Chancen gibt. Und bei den Batterien, um auf die nochmal zurückzukommen, wo Sie jetzt mit den Zellkontaktiersystemen unterwegs sind, ein paar anderen Details, auch mit den Modulen, die wir hier sehen für Kleinserien. Haben wir da in Deutschland eine Chance gegen diese Übermacht, die sich hier hinten auch schon in Autos manifestiert? Wenn ich mir die chinesische Batterieindustrie anschaue, mache ich mir durchaus ein bisschen Sorgen. Ja, wir kommen in eine neue Zeitrechnung herein. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass diese Wertschöpfungsketten, die heute vielfach in Asien vorhanden sind, dass diese in die westliche Welt, das heißt nach Europa und nach Amerika kommen. Und wir hier als Komponentenhersteller, für uns sind das ganz große Chancen, letztendlich in diese Wertschöpfungsketten eintreten zu können, was bislang eher schwieriger gewesen ist. Und ist es da ein gutes Signal, wenn ein BMW-Chef immer noch so gewisse Zweifel an der Elektromobilität äußert im Vorfeld so einer Messe, oder hemmt uns das wieder hier in Deutschland? Also wir teilen die Meinung grundsätzlich, dass sich Mobilität nicht einschränken darf auf eine technologische Basis. Elektromobilität ja, aber Vielfalt über Batterie, über auch Brennstoffzellenapplikationen, da sehen wir also unterschiedliche Wege, wie wir in der Zukunft Mobilität sehen werden. Und da teilen wir schon durchaus die Meinung, dass es hier sozusagen multimodal sein wird. Und wenn man jetzt noch ein paar Jahre weiterdenkt, letzte Frage auf der nächsten IAA, wie groß ist dann der Batteriebereich auf Ihrem Stand und wie groß der Brennstoffzellenbereich? Der Batteriebereich wird sich vergrößern. Wir haben zurzeit ein Projekt, das bei uns anläuft, für ein Zellkontaktiersystem, wo wir im nächsten Jahr in Serie sein werden, und wir werden diesen Bereich deutlich größer sehen.
Herr Jessulat, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche eine erfolgreiche IAA. Ich wünsche Ihnen auch. Vielen Dank.